Der deutschsprachige Teil des FidoNets hat zwei neue Echos erhalten. Maker.ger soll für Bastelprojekte sein. Hier kann man sich austauschen, wie man etwas mit einem Arduino oder Raspberry Pi realisiert. Auch das Thema 3D-Drucker und andere Do-it-yourself-Fachsimpeleien sind hier genau richtig. Mobilgeräte.ger bietet die Anlaufstelle für iPhone, Android und andere Gerätschaften, die man komfortabel mit sich herumtragen kann. Noch vor einigen Jahren hatte sich das deutsche Fido einer Schlankheitskur unterzogen. Dabei wurde von allen Echos der Nachrichtentraffic erfasst. Echos, die seit langem keine oder nur die monatliche Moderatorenmail enthielten, wurden entweder zusammengefasst oder gelöscht. Nun war es an der Zeit, Platz für neue Themen zu schaffen, die in anderen englischsprachigen Netzen bereits diskutiert werden. Das Fido-Komplettpaket für Debian Linux-PCs und Raspberry Pis hat ein Update erhalten. Neu wird Debian Buster und Stretch unterstützt. Jesse ist rausgeflogen. Mehr Infos zur All-in-One-Box-Lösung für das Fido-Netz gibt es unter kühlbox.wtf. Vor wenigen Tagen wurde eine Liste der Aussteller, die auf der Amiga 34 in Neuss anzutreffen sind, veröffentlicht. Zu der hier gezeigten Liste muss man sich den Aussteller AmiWorks noch hinzudenken. Weiterhin gab es noch einen Ausblick auf den Zeitplan am Sonntag. Eines der Highlights an diesem Tag dürfte das Panel mit David Pleasant sein. Mehr Infos gibt es unter amiga34.de. Für die Veranstaltung werden auch noch freiwillige Helfer gesucht. Wer helfen mag, meldet sich am besten im A1K-Forum im 2-Tage-Amiga-Messe Neues Thema. Die Evoke Demo Party 2019 findet dieses Wochenende in Köln statt. Der Online-Ticketverkauf ist bereits geschlossen. Kurzentschlossene können sich jedoch noch an der Tageskasse an den Abenteuerhallen Kalk in Köln ein Ticket sichern. Auf der Evoke trifft sich jedes Jahr die Elite der Demoszene. Musik war schon immer eng mit Demos verknüpft, deshalb sind auch viele Musikacts in den Zeitplan eingestreut. Die Veranstaltung hat einen Livestream online unter twitch.tv/evoke. Die Compact-Disc ist tot. Vinyl angeblich ebenfalls. Beides stimmt nicht. Allerdings würde man kaum vermuten, dass ein Musikalbum auf einer Cartridge veröffentlicht wird. Doch genau das hat jetzt Remoot gemacht. Eine CD braucht keine Systemanforderungen und eine Schallplatte muss, wenn überhaupt, in den RPMs angepasst werden. Für den Genuss der Cartridge-Musik wird ein Sega Mega Drive benötigt. Aber keine Panik, es gibt auch eine Webversion.